Ganz egal, in welchem Tierberuf du Spezialistin bist. Wir alle wollen nur das eine. Wir wollen eine bestmögliche Begleitung für die Menschen und die Hunde, die zu uns kommen, die in unserer täglichen Praxis mit uns gemeinsam arbeiten wollen. Wie oft ergeht es dir so, dass du das Gefühl hast, du kannst sie nicht ideal begleiten, du kommst an Herausforderungen und Hürden, die du nicht bewältigen kannst? Du hast gestresste Menschen vor dir, gestresste Hunde und manchmal fragst du dich, ob das Verhalten vielleicht überhaupt noch normal ist. Damit du Menschen und ihre Tiere ideal begleiten kannst, braucht es immer drei Säulen. Die erste Säule ist natürlich dein Fachwissen rund um den Hund. Die zweite Säule ist das Fachwissen rund um den Menschen in der Kommunikation. Du musst ja dein Fachwissen über den Hund auch teilweise mit dem Menschen teilen. Und die dritte wichtige Säule ist ein richtig starkes Netzwerk. Denn du alleine kannst nie alles Fachwissen um den Hund abdecken. Ein richtig starkes Netzwerk an deiner Seite, das hilft dir, damit du deine Teams, deinen Menschen, deinen Hund richtig gut begleiten kannst. Ja, kenne deine Grenzen, kommuniziere auf Augenhöhe und schäme dich nicht, Fragen zu stellen in deinem Netzwerk. Denn ein richtig gutes Netzwerk kann Fragen vertragen und in einem richtig guten Netzwerk, in einem starken Netzwerk, klärt ihr gemeinsam die Fachbegriffe. Ihr einigt euch darüber, was zum Beispiel für den einen eine Anamnese ist oder für dich ein Erstgespräch, was vielleicht in der Diagnostik von jemandem enthalten ist oder im Training. Ihr wisst voneinander, wenn ihr über das Ethogramm sprecht, welche Begriffe ihr verwendet, was für dich persönlich Impulskontrolle oder Frustrationstoleranz bedeutet. All solche Begriffe klärt ihr gemeinsam, damit ihr nicht nur Etiketten klebt, sondern wirklich in die Tiefe geht. Und du solltest keine Angst haben, dass dir jemand deinen Job wegnimmt, denn du bist ja die Expertin, also tauscht euch aus und arbeitet gemeinsam an einem Ziel. Wenn du Teil eines richtig guten Netzwerks werden willst, dann ist es extrem wichtig, dass du darauf achtest, dass du in das Netzwerk reingehst, auf Augenhöhe mit den anderen, dich wirklich so präsentierst, wie du bist, wertschätzend bist und freundlich, fair und offen. Du hast jedem Netzwerk etwas Gigantisches zu bieten und das ist dein Wissen, deine Expertise, deine Aufmerksamkeit und deine Freundlichkeit. Also nutze es.